Mein Vortrag dreht sich um einen kleinen Bereich im Rahmen des forschenden Lernens. Und zwar um das Beispiel verstehen oder die Fallarbeit. Und damit werde ich mich hier beschäftigen. Ich habe auch ein Thesenpapier vorbereitet. Die Thesen kommen aber noch einmal auch hier in der Präsentation vor. Ich entschuldige mich gleich dafür, gerate immer in die Gefahr der Überdidaktisierung oder der didaktischen Entmündigung. Das möchte ich hier eigentlich vermeiden. Aber ich habe es trotzdem auch ein bisschen für mich gemacht, um in diesem Gebiet hier mich selbst noch ein bisschen zu orientieren, denn es ist auch für mich ein etwas, sagen wir mal, schwierige Sache. Deswegen lese ich auch einige Sätze von meinem Manuskript ab und trage die nicht frei vor. Was möchte ich tun? Ich möchte zunächst einmal also nur einen spezifischen Aspekt herausgreifen und nicht das Forschenden Lernen als Ganzes hier thematisieren mit den ganzen Problemen, die wir ja heute schon angesprochen haben, sondern zunächst einmal nur einen konkreten Aspekt, nämlich die Arbeit mit Beispielen. Diese Arbeit mit Beispielen werde ich als Beispiel verstehen, exponieren und aus der Subsumptionslogik einer Deduktionslogik des Falles herausholen. Danach werde ich das Thema Erfahrung wieder aufgreifen, das wir jetzt heute auch schon mehrfach unter der Perspektive des Könnens und der Praxis der Kompetenz thematisiert haben. Und Theorie, Praxis und Empirie erfahrungstheoretisch differenzieren, auseinanderhalten. Dann werde ich die Arbeit mit Beispielen als gemeinschaftliches und responsives Beispiel verstehen, exponieren und danach mit Günter Buck mehrere Funktionen des Beispiels herausarbeiten, unter anderem die bildende Funktion, und hier argumentiere ich dann bildungstheoretisch. Also es sind sozusagen zwei Begriffe, die für mich wichtig sind, Erfahrung und Verstehen. Verstehen ist für mich auch ein Grundbegriff, nicht nur der Pädagogik, sondern vor allen Dingen auch im Unterricht. Und danach werde ich dann unterschiedliche fächerübergreifenden, fächerverbindenden Perspektiven deutlich machen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass das Problem zwischen Bildungswissenschaften und Fachdidaktiken gegebenenfalls in der Frage nach dem gemeinsamen Gegenstand auftaucht und nicht nur methodologisch zu beantworten ist. Das werde ich dann hier noch tun, und dabei werde ich dann eine konkrete Praktik vorstellen, wie man eigentlich sich Reflexion denken kann, wie Reflexion funktioniert und wie man auch Reflexion didaktisch oder hochschuldidaktisch thematisieren kann. Das ist die phänomenologische Epoche. Werde ich auch am Beispiel dann zeigen. Wenn wir also mit Beispielen arbeiten, so zum Beispiel in unseren oder in meinen Vorlesungen und Seminaren, dann zeige ich häufig so etwas, und daran werden dann unterschiedliche Aspekte, zum Beispiel methodologische Aspekte, herausgearbeitet. Hier die Performativität von Forschung, denn die Kamera ist anwesend, Kamera als dritter Akteur, oder eben auch gegenstandstheoretische Fragen. Ist das nun Unterricht oder nicht? Man sieht ja gar keinen Lehrer, keine Lehrerin, und so weiter. Gegebenenfalls Leute aus anderen kulturellen Horizonten sagen, ja, da hängen Jacken an der Wand. In Schulräumen gibt es keine Jacken und keine Klamotten. Das kann ganz bestimmt kein Unterricht sein. Ja? Also man kommt sofort in das Gespräch darüber, was das ist. Und an diesem Beispiel zeigt sich dann also etwas, was die einzelnen Betrachter thematisieren. Sehr häufig zeige ich aber auch sowas in meinen eigenen Vorträgen, so zum Beispiel jetzt. Dann ist es also nicht so, dass das eine Lehrsituation ist, sondern ich glaube, auch andere Forscherinnen und Forscher verwenden Beispiele, um Ergebnisse zu belegen. In erster Linie auch im exemplarischen Sinne, weil das ganze Sample ja gar nicht
in der Kürze dargestellt werden kann. Ich werde jetzt im Folgenden auch noch eine weitere Funktion des Beispiels nennen, und zwar insofern, als dass gegebenenfalls forschendes Lernen insgesamt beispielhaft funktioniert, in einem exemplarischen Modus. Und nicht in einem quantifizierenden, aber auch nicht in einem, sagen wir mal, qualitativ methodischen Sinne, sondern dass gegebenenfalls der exemplarische Modus ein Modus sein könnte, mit dem man dann arbeitet. Also, Beispiele zeigen etwas. Sie zeigen, indem sie etwas sehen lassen. Beispiele können aber noch viel mehr. Sie können eine These beweisen, sie können die Sachlichkeit eines Satzes ausweisen, sie können einen bestimmten Sachverhalt auf den hinweisen, sie können veranschaulichen, also deduktiv, rhetorisch, illustrativ, demonstrativ verwendet werden. Sie animieren und appellieren. Sie animieren gegebenenfalls zu einer Nachfolge. Das heißt, sie sind keine Praxis, sondern sie beziehen sich auf eine Praxis, indem sie Praxis situativ demonstrieren. Diese Funktion können Sie, so meine These mit Günter Buck, nur übernehmen, indem Sie eine Situation vergegenwärtigen. Sie bringen also gleichsam auf eine Spur. Das sagt Günter Buck in seiner wegweisenden Studie zum Beispiel. Das heißt, Beispiele lassen sich auch nur verstehen, indem man den Kontext mit einbezieht, den Verwendungszusammenhang, würde Wittgenstein sagen, Heidegger nennt das die Umzustruktur. Das heißt, Beispiele lassen sich nur kontextuell aus einem Horizont heraus verstehen. Wittgenstein sagt, sie sind ein indirektes Mittel der Erklärung, ein Weg von Erfahrung zu Erfahrung, gerade weil das Unscharfe das ist, was wir brauchen. Ja, mit dem Beispiel also, das Beispiel ermöglicht uns, sagt Wittgenstein, das Gemeinsame zu sehen. Das Gemeinsame der Erfahrung liegt also schon implizit, lebensweltlich, vorreflexiv vor. Wir wissen ja schon alle, was Unterricht ist. Ja, nur vor diesem unausdrücklichen, impliziten Hintergrund verstehen wir überhaupt etwas. Das ist also die erste These, die ich hier zunächst einmal vorstelle. Der Horizont, die Situation, der Erfahrungs- und Verwendungszusammenhang ist wichtig. Zweiter Schritt. Von der Fallarbeit zum Beispiel verstehen. Meist wird der Begriff des Falles mit dem des Beispiels gleichgesetzt. Es gibt sogar Leute, die reden dann von Fallbeispiel. Ich versuche das jetzt auseinanderzuhalten. Zunächst einmal gilt Fallarbeit als wichtiger Zugang in der qualitativen Forschung, in der Professionalisierungsforschung, in der Lehrerinnenbildung, in der Hochschuldidaktik, auch in der Methodenausbildung. Überall werden Fälle oder Beispiele verwendet. In der Regel, um damit Ergebnisse zu veranschaulichen oder zu belegen. In der Professionalisierungsforschung, insbesondere in der Lehrerinnenbildung, haben Sie dazu die Aufgabe, zwischen Theorie und Praxis zu vermitteln. So zumindest mal die allgemeine Lehrmeinung. Das heißt zum Beispiel, Kombe und Helzberg gehen davon aus, dass mit Fällen, ja, mit der Einübung in den konkreten Fall, die Umdeutung von wissenschaftlichem Wissen in die pädagogische Praxis passieren könnte. Also Beispiele oder Arbeit mit Beispielen, Arbeit mit Fällen könnte diese Vermittlung zwischen Theorie und Praxis leisten. Allerdings Fallarbeit, so meine These, in Lehre, Lehrerinnenbildung und empirischer Forschung verwendet Beispiele oft in einem deduktiven Modus. Dann werden Beispiele eigentlich ausschließlich reduktiv nur veranschaulichend verwendet und Subsumptionslogik als Fälle nach dem Schema von Gesetz und Fall eingeordnet. Dann ist das Beispiel als Fall eines Begriffes, einer Regel oder einer Paraphrase gegebenenfalls ein- und unterzuordnen. Ein Beispiel kann das verdeutlichen. Ja, obwohl der Delfin aussieht wie ein Fisch, gehört er aufgrund seiner Fortpflanzungsweise zur Gattung der Säugetiere. Der Delfin wäre also ein Fall, mit dem man den Begriff des Säugetiers auch gegen alle sinnliche Evidenz veranschaulichen könnte, sagt Oliver Holstein. Damit wird also das Besondere des Falls zunächst aus dem Kontext isoliert, aus dem Verwendungs- und Erfahrungszusammenhang herausgenommen, um es dann als Einzelnes hierarchisch in eine Regel zu unterordnen.
in Abgrenzung zu diesem deduktiven, subsumptionslogischen Verwendung von Fällen hat Günther Buck die didaktischen, bildenden und progressiven Funktionen von Beispielen herausgearbeitet. Er zeigt, dass in der Neuzeit das Beispiel unter die Kuratel von Schema und Gesetz geraten ist, dass es damit aber gerade seiner Möglichkeiten beraubt wird und dass es darum geht, das Beispiel wieder sozusagen aus der Logik des Falls herauszuholen, um die Situativität, Vieldeutigkeit und Produktivität von Beispielen wieder hervorzuholen. Dazu, so Günther Buck, ist es aber wichtig, den Bezug zur Erfahrung und damit auch das Beispiel erfahrungstheoretisch zu sehen, mit einzubeziehen und jetzt in einem pädagogischen Sinne eben Lernen auch als einen Erfahrungsbegriff zu betrachten. Für ihn ist also in dieser hermeneutisch-phänomenologischen Perspektive Lernen ein Prozess, der von einem schon Bekannten, schon Erfahrenen, von einem Vorverständnis zu etwas Unbekannten und Neuen fortschreitet. Also ein Erfahrungsprozess. Dabei ist das Verhältnis von Allgemeinen und Besonderen entgegen der Deduktionslogik umgekehrt. Nicht das Spezielle und Isolierte des Falls, das Regelhafte und Gesetzmäßige, sondern das Situative als Allgemeines ist der Beginn des Lernens. Auch wenn dieses Situative vielfach implizit vorrational und vorprädikativ ist, ist es Beginn des Lernens und Anfang des Lernens. Und dieses Lernen folgt dann nicht der Generalisierung im Sinne einer Regelanwendung, die dann prozeduralisiert wird und so weiter, sondern Buck würde sagen, das Lernen ist eine Form der Analogisierung. Also es funktioniert analog im Modus von Ähnlichkeiten und nicht von distinktiven Identitäten. Ein Beispiel nennt er hier, wie Lernen funktioniert. Ne? Also wir würden das als Problem der Generalisierung nur benennen können, wenn wir schon sozusagen den erwachsenen Blick voraussetzen und das sozusagen von rückwärts, vom Ergebnis her als Generalisierung thematisieren. Die Erfahrung des Kindes ist ganz anders. Ja? Also für Buck ist es so, die Arbeit mit Beispielen muss aus der deduktiven Logik herausgeholt werden, muss sich emanzipieren, um sich überhaupt mal wieder den produktiven, bildenden und didaktischen Potenzialen öffnen zu können. Jetzt komme ich zum dritten Schritt. Das wäre das Thema Erfahrung und Erfahrungstheorie. Dahinter steckt also ein Gedanke, der davon ausgeht, dass Theorie, Praxis und Empirie nicht kongruent sind, dass man sie nicht einfach überführen kann und dass deswegen auch eine Anwendung von Theorien genauso problematisch ist wie die Vermittlung von Theorie und Praxis, sondern dass man zunächst einmal von einer Differenzierung also ausgehen müsste, dass man also überlegen müsste, praktisches Erfahrungswissen vom theoretischen Wissen und von einem empirisch generierten Wissen zu unterscheiden ist. Zunächst einmal so, das Erfahrungswissen der Praktiker ist zunächst einmal, und da knüpfe ich an Georg Neuweg an, implizit strukturiert. Nehmen wir mal Ärzte oder Juristinnen oder Politikerinnen, die sind Professionelle, gerade weil sie nicht einfach nur Fälle unter allgemeine Regeln einordnen, sondern weil sie in der Lage sind, induktiv das Besondere jeweils exemplarisch zum Allgemeinen ins Verhältnis zu setzen. Das heißt, ein guter Arzt ist nicht einfach ein Arzt, weil er situations- und personenunabhängig einfach nur Fälle generiert, sondern er ist ein guter Arzt, weil er in der Lage ist, in der entsprechenden Situation personen- und situationsbezogen gegebenenfalls Regeln nicht nur anzuwenden, sondern Regeln zu finden. Das ist auch der Grund, warum wir lieber zu erfahrenen Zahnärzten gehen und nicht zu Zahnärzten, die direkt von der Universität kommen und ihr Buchwissen anwenden.
Das heißt aber, das implizite Erfahrungskönnen der Praktiker, ja, müssen wir von der Reflexion der Erfahrung in der Theorie, zum Beispiel in Lerntheorien, Erziehungstheorien, Professionstheorien, unterscheiden. Und davon müssen wir noch einmal unterscheiden, die Rekonstruktion dieser Erfahrungen der Praktiker in empirischen Forschungszusammenhängen. Das sind meines Erachtens drei unterschiedliche Sachen, die jeweils sozusagen, wenn wir von pädagogischer Erfahrung sprechen, als Differenz thematisiert werden müssen. Das heißt, bei den Akteurinnen in der Praxis, da wäre erstmal sinnvoll, eine Verschiebung hin vom Wissen zum Können zu machen und das unter der Perspektive des Könnens zu betrachten. Denn die können ja etwas. Ja? Das Allgemeine dieses Könnens liegt als praktisches Vorverständnis aber schon vor. Es ist gestalthaft strukturiert, es ist leibhaft strukturiert und es lässt sich schwer explizieren. Es ist ein Knowing-how. Das theoretische Wissen im Unterschied dazu zum praktischen Können ist zwar nicht primär auf Praxis gerichtet, aber ist auch eine Praktik. Das, was wir machen, Wissenschaft ist auch eine Praktik. Erfahrungstheoretisch könnte man sagen, ist dieses theoretische Wissen so etwas wie ein operativer Begriff, so eine Arbeit mit verschwommenen Rändern, das wäre Wittgenstein, ein formierender Blick, würde Sartre sagen, ein distinktives Prinzip, eine Praktik nach Bourdieu und so weiter. Interessant dabei ist, würde ich aus phänomenologischer Perspektive sagen, dass so eine Theorie nie nur etwas ist, was im spekulativen Raum zirkuliert, sondern immer auch praktische Relevanz hat, und zwar als ein Vorgriff auf Praxis. Ja? Und gegebenenfalls ist das auch etwas, was ich dann später mit der progressiven Funktion des Beispiels darstellen möchte. Ein Vorgriff auf Praxis. Das empirisch forschende Wissen ist ja weder sozusagen in erster Linie praktisch noch theoretisch, sondern es ist rekonstruktiv ermittelt. Ja? Und wie aber man sozusagen mit der spezifischen Art und Weise dieser dokumentierten Daten gleichsam als geronnene Erfahrung umgehen kann, um daraus gegebenenfalls auch einen reflexiven oder bildenden Gewinn ziehen zu können, das werde ich nachher im Modus der Epoche darstellen und des Beispielübens. Die dritte These bezieht sich darauf, dass man eigentlich nicht von einer Vermittlung in dem Sinne sprechen kann, sondern dass man zunächst einmal von Unterschieden und Differenzen ausgehen sollte, um damit auch produktiv arbeiten zu können. Ich komme zum nächsten Punkt, der lautet: Forschendes Lernen als intersubjektives und responsives Verstehen. Der erste Punkt, intersubjektives Verstehen als intersubjektive Validierung, bezieht sich auf das, was Johannes Bellmann vorhin erzählt hat. Forschendes Lernen ist gegebenenfalls, gerade weil es jetzt unter meiner Perspektive des Beispiels aus der Logik des Falls und der Subsumptions zu lösen ist, eben auch an anderen Standards und Gütekriterien zu orientieren. Gegebenenfalls hat also die Validität einen anderen Status als die Validität in der Forschung. Trotzdem, gegebenenfalls ließe sich auch dieser Begriff reklamieren, Wilfried Lipitz spricht von einer intersubjektiven Validierung. Das ist aber etwas ganz anderes. Das wäre eine Validierung in einer Lehr-Lernsituation mit und vor den Peers. Und nicht eine Validierung der Forschung, zum Beispiel vor den Peers der Forschung, also vor anderen Wissenschaftlern, wo man dann publiziert und so weiter. Das heißt, hier wäre Intersubjektivität ein kommunikativer Prozess im forschenden Lernen, wie sozusagen über diese konkreten Erfahrungen anhand von Beispielen sich ausgetauscht wird. Und dieser Prozess ist dann situativ orientiert und gerade nicht nach der deduktiven Falllogik zu verstehen. Ja. Also insofern wäre hier Forschung im Sinne des Beispielverstehens an Beispielen zu orientieren und wäre dann aber auch beispielhaft, ja, das ist so eine Doppelung, beispielhaft für konkrete Erfahrungen im forschenden Lernen. Die könnten dann generiert werden. Der zweite Punkt,
der meines Erachtens mit dem Punkt zusammenhängt, forschendes Lernen als intersubjektives Verstehen, der erfordert eine genauere Bestimmung dessen, wie dieses Verstehen funktioniert. Wenn wir uns dieses Bild angucken, das zeige ich auch öfters in Lehrveranstaltungen zum forschenden Lernen, dann sieht man, Beispielverstehen richtet sich auf den konkreten Nachvollzug des Gezeigten. Ja, also wenn wir Bilder oder Vignetten oder Narrationen oder oft eben auch Videos verwenden, dann regen die nicht nur zum Nachvollzug an, sondern sie erzeugen einen unmittelbaren Affekt. Zeige ich dieses Video, dann wird sofort von den Studierenden gesagt, das ist übergriffig, das ist zu nah, das ist ja unangenehm, das verursacht mir selber schon Beklemmungen. Ich weiß gar nicht, warum, sagt dann der andere, du das so schlimm findest. Die Lehrerin macht doch genau das, was sie machen muss. Sie wird nur ihrer Rolle und ihrer Aufgabe gerecht und so weiter. Man ist eigentlich sofort in einem responsiven Geschehen drin, ohne dass ich jetzt zunächst einmal darüber verständigt würde, was und wie genau da verstanden wird. Also es ist kein hermeneutisch rekonstruktives Verstehen, sondern es ist ein Verstehen in einem responsiven, antwortenden Sinne. Diese Antworten drücken sich in einem Getroffensein, in ein Aufmerken oder in einer Emotion aus, ohne auch, dass diese gegebenenfalls reflexiv oder im genauen Sinne explizit bestimmt worden wäre. Es ist eher so eine Art von Passivität, ein pathisches, würde Michael Schratz sagen, was sich hier im Antworten äußert, was also einen Resonanzraum eröffnet, der eben kein hermeneutisches Verstehen von außen nach innen hier bedeutet und auch kein rekonstruktives Verstehen im Sinne, ja, das ließe sich jetzt direkt mal methodisieren, ja, wie hast du das verstanden oder wie verstehen wir hier Kinder, sondern es ist ein Verstehen, was zunächst einmal eine implizite Unbestimmtheit und eine pathische Unmittelbarkeit bedeutet. Davon gehe ich aus. Das wäre sozusagen das Fundament, vor dem ich jetzt dieses Beispiel verstehen versuche zu verdeutlichen. Also mit dem Beispiel werden in Lernsituationen die Beteiligten angesprochen, stimuliert, ihre eigenen Ansichten, Hinsichten, ihre Vormeinungen als Antworten zu formulieren. Also sie werden mit ihrem unthematischen Vorverständnis, mit ihren Schemata in dem Moment konfrontiert. Dieses Vorverständnis, Vormeinungen sind biografische, subjektive, geschlechtsspezifische, kulturelle Perspektiven und Schemata, die Wahrnehmen und Handeln prägen. Sie sind andererseits auch bestimmte wissenschaftliche, technische oder pseudowissenschaftliche Vorstellungen. Ja, viele Leute sagen dann, aber das ist ganz bestimmt kein Unterricht. Dahinter steckt dann der Gedanke, ich weiß schon, was Unterricht ist. Ich kann das auch in irgendeiner Weise theoretisch oder pseudotheoretisch begründen. Es werden also nicht nur irgendwelche subjektiven Theorien, sondern es werden auch Theorien über Unterricht, über Lernen oder eben gegebenenfalls über anderes, was ich dort zeige, thematisiert, herausgefordert und in diesem intersubjektiven Prozess dann eben auch formuliert. Das heißt, es gibt in Seminaren dann häufig die Diskussion nicht nur über die Hinsichten, sondern auch über die Normen und Theorien, mit denen diese Hinsichten legitimiert und die diesen Hinsichten zugrunde gelegt werden. Das hat man eigentlich auch dann sofort. Das nennt Günter Buck die mäeutische Funktion des Beispiels. Also Beispiele führen auf die individuelle Spur, auf die Spur individueller Lernwege, ja, indem sie zunächst einmal die Vormeinungen als Anfangsgründe im Erfahrungsprozess des responsiven Verstehens thematisieren. Sie ermöglichen dann eben auch in einem zweiten Schritt deren Rekonstruktion. Im Seminar oder in Lernsituationen könnten also zunächst einmal diese Thematisierungen, ob sie nun theoretisch oder subjektiv sind, gesammelt werden, ohne dass sie direkt eingeordnet werden, ohne dass sie subsumptionslogisch
direkt erklärt werden. Sondern zunächst einmal könnte man sagen, wir sammeln sie, es sind unterschiedliche Hinsichten und Perspektiven. Sie erfordern dann damit eben nicht ein besser Verstehen und der Lehrende wäre dann auch nicht einer, der im Horizont irgendwelcher didaktischen oder theoretischen Modelle das Beispiel besser versteht, sondern es wäre, Hans-Georg Gadamer nennt das, ein Andersverstehen. Ich versuche erstmal andere Perspektiven zu verstehen. Und in diesen anderen Perspektiven gegebenenfalls auch andere Begründungslogiken zu verstehen, ohne dass die direkt eingeordnet werden, hierarchisiert werden in besser oder schlechter. Dieses Andersverstehen, ja, hat also einen pluralisierenden Effekt, unterschiedliche Zugänge zu erörtern, unterschiedliche Hinsichten zu thematisieren und zu begründen und damit jeweils den Gang dieser jeweiligen Zugänge als Erfahrung zu thematisieren. Ja, also dieses Besserverstehen, was sich eben dem Andersverstehen gegenübergestellt hat, ja, das findet sich in vielen rekonstruktiven Zugängen, zum Beispiel bei Gruschgart. Ja, Günther Oliver Holstein hat das sehr gut mal nachgezeichnet, wie dort eigentlich in einer hermeneutischen Unterrichtssituation durch das Besserverstehen eigentlich der Verstehensprozess der Schülerinnen und Schüler verhindert wird gleichsam. Und das ist dann der Grund, warum Gruschka eigentlich nur Fälle des Scheiterns gelungenen Unterrichts rekonstruieren kann und ganz, ganz selten einmal eine gelungene Situation findet. Das liegt gegebenenfalls gar nicht am Unterricht, sondern an seiner Perspektive. Ja, es immer besser verstehen zu wollen. Also, die didaktische Funktion des Beispiels besteht in einer Zwischenstellung zwischen Selbstverstehen einerseits und sich öffnen hin zu einem Fremdverstehen, zu einem Andersverstehen. Forschendes Lernen könnte also hier verstanden werden als Bewegung weg vom Selbstverständlichen und allzu Bekannten hin zu einem offenen, unbekannten, Fremden. Der didaktische Einsatz des Beispiels hätte also so zunächst einmal unterschiedliche Positionen zu respektieren, zu sammeln und dann zu diskutieren. Das ist meine These 4. In einem weiteren Schritt muss ich jetzt einschränkend sagen, Relativierung und Pluralisierung der Perspektiven sind zwar notwendige, aber noch keine hinreichenden Bedingungen für eine Erfahrung, die man gegebenenfalls mit Bildung in Verbindung bringen könnte. Also, das sind zwar Erfahrungen, aber keine bildenden Erfahrungen. Meine Frage ist jetzt, wie komme ich denn zu einer bildenden Erfahrung oder zu dem, was eben immer als Reflexion bezeichnet wurde? Reflexion zunächst einmal im Wortsinn verstanden als eine Zurückbeugung auf mich selbst. Reflexion. Ja. Dazu bedarf es, so meine These, einer Operation, mit der die subjektiven und theoretischen Vorurteile thematisiert und eingeklammert werden können. Und jetzt kommt so ein bisschen die phänomenologische Perspektive rein. Also ich behaupte erstens, dass auch theoretische und wissenschaftliche Perspektiven Vorurteile sind. Ja, und dass das forschende Lernen und gegebenenfalls auch eine Forschung im forschenden Lernen in der Lage sein muss, nicht nur unterschiedliche Perspektiven auch theoretisch und methodologisch anzuwenden, sondern dass man auch in der Lage sein sollte, diese noch einmal, jetzt kommt's, einzuklammern. Um gegebenenfalls etwas zu sehen, was man vielleicht vorher im Beispiel so hat nicht sehen können, um eben anders zu sehen oder fremd zu verstehen. Die phänomenologische Epoche, so wie sie ursprünglich mal von Husserl entwickelt wurde, ist also eine Operation, die sich auf Wahrnehmung und Erfahrung bezieht, aber auf Erkenntnis gerichtet ist. Damit lässt sich also diese Differenz, die ich eben in der Erfahrung schon mal thematisiert habe, in der Erfahrungstheorie zwischen Theorie, Empirie und Praxis, in Form einer Operation nochmal thematisieren, indem ich zwischen Akt, also dem Erfahrungsvollzug, und Thema, dem Inhalt dieser Erfahrung, noch einmal unterscheide. Noesis noema Husserl. Ja? Die Epoche ist eine skeptische und kritische Operation, aber nicht wie bei den Skeptikern, und wir haben auch so eine skeptische Erziehungswissenschaft, also auf alles und jeden gerichtet, sondern es ist eine gezielte, sehr gezielte und methodologisch fixierte, auf Wahrnehmung gerichtete Operation.
Damit gegebenenfalls könnte man dieses implizite Erfahrungskönnen der Praxis und der Praktiker thematisieren, indem der Akt noch einmal reflexiv thematisiert wird. Ich will jetzt im Folgenden nur ganz kurz drei Modelle der Epoche thematisieren. Erstens, einklammern als Rückführen auf Urteil, das wäre Husserl. Zweitens, Anhalten einer Erfahrungsbewegung, Heidegger. Und drittens, responsive Epoche nach Waldenfels. Also in der Phänomenologie gibt es noch mehr Formen, wie man das operationalisieren kann. Ich habe jetzt nur mal drei herausgenommen, weil wir mit den dreien auch arbeiten und die eigentlich auch ganz gut funktionieren. Also die erste Form wäre Einklammern als Rückführung auf Urteile. Das ist nach Husserl also die Enthaltung einer Stellungnahme eines Urteils bzw. eines Vorurteils über die Sache. Das heißt, das Urteil wird eingeklammert. Das ist nach Husserl eine kognitive Operation. Einklammern ist hier also nicht Urteilen, sondern nur Aufschub des Urteils. Dadurch, also er sagt auch, es ist ein Schritt zurück, findet eine Distanznahme statt. Eine Distanznahme zu den eigenen Vorurteilen, zu den mitgängigen Akten des Bewusstseins, eine reflexive Thematisierung einer Blickwende. Einer Blickwende zum Wie des Prozesses. Nicht nur etwas wird wahrgenommen, sondern man beginnt darüber reflexiv sich Gedanken zu machen, wie passiert das eigentlich? Das heißt, die Aufmerksamkeit des Bewusstseins richtet sich auf die Aktvollzüge des Bewusstseins. Forschungspraktisch kann damit erstens die eigene Intentionalität, die mitgängig subjektiven wissenschaftlichen Vorannahmen reflexiv erfasst werden und es kann gegebenenfalls eine andere Hinsicht auf die, Husserl würde sagen, Sache selbst gewonnen werden. Ja, so, das ist der erste Punkt, aber sehr stark auf das Subjekt und auf das Bewusstsein bezogen. Zweites Modell, Heidegger. Heidegger bezieht die Epoche nicht auf das Bewusstsein, sondern auf die Erfahrung. Und die Erfahrung ist nach Heidegger etwas, was eben auch schon formiert ist und normalisiert ist und dass wir gegebenenfalls zunächst einmal mit diesen Formierungen und Normalisierungen uns auseinandersetzen müssen. Und die erste Formierung ist nach Heidegger, dass wir davon ausgehen, dass unser Wahrnehmen, Denken und Handeln sich an der Gegenständlichkeit der Objekte orientiert. Dass wir uns als Subjekt setzen und einem Objekt gegenüber, also uns ein Objekt als Gegenstand gegenüberstellen. Das ist für Heidegger schon wissenschaftstheoretisch ein Problem. Das Problem heißt also, dass wenn ich mich als Subjekt setze, Heidegger nennt das die Metaphysik der Subjektivität, dann objektiviere ich nicht nur den Gegenstand, sondern subjektiviere auch ich mich selbst. Das ist ein Gedanke, den der gesamte Poststrukturalismus übernommen hat. Diese Subjektivierung und Objektivierung ist für Heidegger aber etwas, was eingeklammert werden muss. Und diese Subjektivierung und Objektivierung bezieht sich, das merken Sie schon, jetzt nicht nur auf Erfahrungen, sondern auch auf Wissenschaft. Das ist gegebenenfalls ein Grundmodus der Wissenschaft und auch der qualitativen Forschung. Die sind da ja genauso drin und ganz bestimmt nicht besser als die quantitative Forschung. So, ein Zurücktreten bedeutet also, ich muss mich erstmal für das Phänomen öffnen und um mich für das Phänomen zu öffnen, darf ich es nicht mehr als Objekt betrachten. Ich muss aus dieser Erfahrung zurücktreten. Das ist also für Heidegger der entscheidende Punkt. Zurücktreten aus dem Subjektivismus, Rückführung auf etwas Unverfügbares. Heidegger nennt das das Ereignis. Etwas Ereignishaftes, etwas, was passieren könnte, was kontingent ist, was ich nun gerade nicht vorhersehen kann und auch methodologisch nicht disziplinieren kann. Ja, das nennt er dann Gelassenheit, ja, oder sehen lassen, etwas sehen lassen. Ja, also man könnte sagen, es ist ein subjektkritischer Impetus, ein antitechnischer Zuschnitt der Epoche. Wir nennen das auch eine engagierte Passivität, indem man also über Beispiele sich darüber besinnt, welche passiven Aspekte im Gewahrwerden eigentlich einen aufmerken lassen. Ja. Die letzte Epoche wäre dann die von Waldenfels, eine responsive Epoche
Weil es nennt das ja die Differenz zwischen Pathos und Response. Da ist jetzt über Heidegger hinaus nicht nur die Erfahrung, sondern eben auch das Fremde entscheidend. Und für Waldenfels wäre hier einerseits die Epoche etwas, wo ich das Gesehene auf das Sehen zurückführe und das Gesagte auf das Sagen zurückführe. Ja, also auch das Sagen, das Sprachliche wird da sozusagen thematisiert, ohne aber, dass sich das alles vollständig erfassen ließe. Entscheidend für Waldenfels ist hier, dass diese responsive Erfahrung Ordnungen durchbricht, Normen und Normalitäten unterläuft. Es ist also eine Unterbrechung des bekannten, gewohnten Normalen mit der Perspektive auf Fremdheit, die dort dann gegebenenfalls auftauchen könnte, ist also keine Erkenntnisoperation, sondern eine Operation zwischen Wahrnehmen und Erkennen und wird in unseren Forschungskonzepten immer dann thematisch, wenn wir uns mit transkulturellen Erfahrungen, zum Beispiel mit Videos aus dem Unterricht in China, beschäftigen. Ja, weil da merken, werden wir nicht nur sozusagen auf die Art und Weise, was wir sehen und wie wir es sehen, zurückgeworfen, sondern wir werden auch auf die Ordnung zurückgeworfen, mit denen wir sehen. Und das Fremde lässt sich gegebenenfalls oder das Andere lässt sich gegebenenfalls nur dann sehen, wenn wir das einklammern, wenn wir wegkommen von unseren Normalisierungen. Ja. Also da sehen Sie, das ist die These 5. Über Buck hinaus, die bildende Funktion des Beispiels wäre also verbunden mit einer Rückführung, mit einem Zurücktreten, mit einer Distanzierung. Na, das ließe sich mit dieser Operation einfangen. Komme zum nächsten Punkt, und das ist jetzt ganz kurz noch zwei Funktionen des Beispiels. Auf dieser Grundlage, ja, lässt sich also eigentlich zeigen, dass mit Beispielen nicht nur auf etwas Vergangenes, auf etwas Bestehendes, auf Vormeinungen rekurriert werden kann, sondern ich habe es ja eben schon angedeutet, Beispiele auch auf etwas vorausweisen. Das nennt Buck die progressive Funktion des Beispiels. Warum? Weil ja beim Betrachten von Beispielen schon Wünsche, Antizipation, Hoffnungen thematisiert werden. Also etwas, was in der Zukunft liegt. Beispiele weisen dann auch auf etwas hin, was über sie hinausführt, eben auf weitere Beispiele, die man gegebenenfalls dann in Lehr-Lern-Situationen analogisch aneinanderreihen könnte. Buck nennt das dann das Fortschreiten von Beispiel zu Beispiel. Ja, damit ließe sich also nicht nur sozusagen etwas vergegenständlichen und veranschaulichen, sondern vor dem alten Horizont, der wäre die Grundlage für das Auffinden neuer Ähnlichkeiten, neuer Zusammenhänge. Eine Erfahrungserweiterung könnte stattfinden dadurch. Ja, durch Fortschreiten im Beispiel. Das hieße hochschuldidaktisch, dass man ähnliche Verwendungszusammenhänge von Beispielen finden sollte, die Antwortmöglichkeiten eröffnen und eine sukzessive Erweiterung des Horizonts ermöglichen. Ja, das heißt, die Auswahl der Beispiele sollte sich an den Ähnlichkeiten ausrichten, je nachdem, thematisch, feldbezogen, praktisch und so weiter, ja, je nachdem, oder auch fachdidaktisch. Die andere Perspektive, und da komme ich jetzt auf etwas zu sprechen, was wir hier schon unter dem Problem Bildungswissenschaften, Fachdidaktiken thematisiert haben. Also die Pluralität von Perspektiven und Relativität von Beispielen, das ist jetzt vielleicht klar geworden, ist also kein Makel vermeintlich nicht objektiver Methoden, sondern Voraussetzung und Ziel von Beispielen und von Beispielarbeit. Und auf dieser Grundlage ließe sich jetzt auch eine fächerverbindende oder fächerübergreifende Perspektive finden. Also einerseits könnte man sagen, man kann gegebenenfalls, wenn wir uns solche Bilder angucken, mit den Studierenden zusammen mal überlegen, was das Pädagogische eigentlich daran sein könnte. Also ist das Lernen? Ist das Unterricht? Wenn ja, warum? Also es ließen sich unterschiedliche, ich würde sagen, Perspektiven auf das Pädagogische einlegen. Das ist keine Auslegung, keine hermeneutische Auslegung, sondern es ist eine produktive Einlegung von Perspektiven, um sich über das Pädagogische zu verständigen. So könnte man also gleichsam
das als ein exemplarisches Beispiel nehmen für etwas, was dann Unterricht sein könnte oder Erziehung oder Zeigen nach Prange und so weiter. Ja? Damit kann also das Pädagogische auch als Gegenstand des forschenden Lernens aufgebracht werden und die Arbeit mit Beispielen an die Frage nach dem Allgemeinen in der Pädagogik gebunden werden. Andere Möglichkeit wäre, und das probieren wir hier, wenn wir zum Beispiel ein Medienrepositorium versuchen hier aufzubauen an der PSE oder wenn ich in der, im Lehramt im Bachelor eine Vorlesung halte, dann haben wir, im Moment ist es noch an Datenschutzsachen gescheitert, da ist hier die Idee, in der Vorlesung und jeweils in den angeschlossenen 20 bis 25 Seminaren die gleichen Beispiele zu zeigen, sodass wir uns über die gleichen Beispiele verständigen, jeweils aus unterschiedlicher Perspektive. Das wäre die Möglichkeit, Fächerverbindung zu praktizieren am Beispiel über theoretische, methodologische, didaktische, fachdidaktische Perspektiven und Grenzen hinaus. Man hätte also etwas Verbindendes und dieses Verbindende wäre die Sache und nicht die Theorie, auch nicht die Methodologie, sondern es wäre etwas, was schon vorliegt, nämlich das Beispiel. Und dann ist also die Herausforderung, solche Beispiele herauszusuchen, die auch tatsächlich so mehrschichtig sind, dass sie dafür auch taugen, also exemplarisch sind. Das ist also die Frage nach dem Progressiven und nach der, fächerübergreifenden Perspektive im Beispiel verstehen. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Wenn man sich das in Lehrsituationen anguckt, ganz konkret, dann ist auch klar, das Verstehen von Beispielen und die das gemeinsame intersubjektive Verständigung, die passiert nicht plötzlich. Das ist auch keine, nicht das Ergebnis einer plötzlichen Einsicht. Und das Verstehen lässt sich auch nicht einfach nur vornehmen, nur weil ich es will. Ja? Also, Verstehen ist keine Praktik, die auf Einsicht oder auf Willen beruht, sondern das ist eine Praxis, die wiederholt werden muss. Und nur in der Wiederholung und in der Einübung dieses Verstehensprozesses lassen sich überhaupt unterschiedliche Perspektiven generieren. Denn am Anfang steht in der Regel immer nur eine. Und wenn man dann aufhört, dann bleibt es auch dabei. Je mehr und je länger man sich wiederholend damit beschäftigt, desto pluraler, desto relativer werden eigentlich auch die einzelnen Perspektiven. Insofern ist aber auch klar, das Verstehen von Beispielen lässt sich nicht im Modus der Instruktion lehren. Gibt es auch keine Regeln für. Hat auch gar keinen Sinn, Definitionen aufzusagen. Ja, dann können die Leute es sowieso nicht. Sondern die muss durch Zeigen, durch Anleitung, durch Praxis unterstützt werden, um eben überhaupt sozusagen in diese einen Zugang zu diesem impliziten und gestalthaften Erfahrungswissen zu kommen. Und jetzt merken Sie schon, das läuft also darauf hinaus. Erstens, es ist eine Übung und zweitens, es ist eine Übung im Urteil. Ein Urteil üben. Urteilen üben, also Urteilen ist aus meiner Perspektive eine Praxis, die es ermöglicht, auch aus Erfahrungen zu lernen. Gegebenenfalls auch aus Erfahrungen anderer zu lernen. Also anhand von Beispielen kann man aus Erfahrung klug werden. Urteilen wird schon von Kant als besonderes Talent bestimmt, was nicht gelehrt, sondern nur geübt sein will. Urteilen ist also eine Praxis. Sie fungiert auf dem Boden dieser Vorerfahrungen und Vorurteile, die dann reflexiv erfasst werden. Das heißt, Üben als Üben im Urteilen oder im urteilskräftigen Beispiel verstehen ist hier nicht als eine eurozentrische Form des Repetierens gemeint, sondern meint hier schon eine, sagen wir mal, kreativ-schöpferische Umlernen, Neulernen, einen Blickwechsel, der damit eingeübt wird. Also hat eigentlich etwas, das Ziel ist etwas, was über die Repetition hinausgeht. Ja? Und mit der Epoche lässt sich sozusagen dieser Wiederholungsprozess der Erfahrung unterbrechen. Ja? In der Distanzierung,
in dem Zurücktreten, dann kann ich auch darüber hinaus. Das heißt, vielleicht könnte man sagen, das ist dann forschendes Lernen als Üben oder forschendes Üben oder so etwas. Das basiert auf einer Distanzierung zu den eigenen Vorannahmen, ist intersubjektiv und responsiv orientiert und würde diesen Prozess des Unterscheidens krinen, also das Kritische darin, stark machen, sodass dann auch über die Normen und Kategorien mit denen verstanden wird und mit denen geurteilt wird, reflexiv erfasst werden kann. Also Hintergrund wäre hier, die Pluralisierung, Differenzierung der Perspektiven ließe sich hier verbinden mit der Relativierung und Pluralisierung von Urteilsformen. Unterschiedliche Urteilsformen. Geht nicht darum, eine Urteilsform und nur die logische und deduktive hier zu thematisieren, sondern auch hier wäre das Ziel, unterschiedliche Urteilsformen zu thematisieren. Also jetzt zum Beispiel nicht einfach nur Konzepttheorie oder so, sondern historisch, kulturell unterschiedliche Urteilsformen, disziplinär oder eben auch fachdidaktische Urteilsformen einzubeziehen, um dort gegebenenfalls im Urteilen dann etwas anderes, etwas Fremdes zu thematisieren. Das heißt, gegebenenfalls wäre dieses Urteil nicht einfach nur eine logische Urteilsform, sondern wäre auch zugleich eine dezentrierende Instanz dieser logischen Urteilsform. So, das heißt also, Urteile können nicht nur eingeübt, sondern sie können eben auch umgeübt werden. Das wäre, wenn wir hier von reflexivem Forschungshabitus sprechen, wäre das meines Erachtens einer der Hauptaspekte, dass man in der Lage ist, einen Blickwechsel zu vollziehen, den auf die eigene Erfahrung zu beziehen und diesen Blickwechsel anderen gegenüber, den Peers gegebenenfalls gegenüber zu begründen oder zu verständlich zu machen. Ja, das heißt, die eigenen Vorerfahrungen werden differenziert, werden thematisiert und werden dann sozusagen umorientiert. Deswegen könnte man also sagen, Üben als Beispiel verstehen, wäre in Lehrveranstaltungen des forschenden Lernens auch eine Form der Professionalisierung, weil das gegebenenfalls das ist, was künftige Lehrerinnen unter Bedingungen eines, sagen wir mal, sehr komplexen, unter einer sehr komplexen, offenen und kontingenten Praxissituation brauchen. Also, Urteil üben, Beispiel verstehen, lassen sich also als didaktisch, als Inszenierung unterschiedlicher wissenschaftlicher Zugänge inszenieren, indem man diese Perspektiven situativ erprobt. Beispiel verstehen ist also ein Handeln auf Probe. Es ist keine Praxis in der Wirklichkeit, sondern es ist gerade in der Lernsituation etwas, was in einem Schutzraum stattfindet und was auch gut ist. Ja, das kann ich aber dann gegebenenfalls nur mit dem Beispiel machen, wenn es vorausgesetzt, sie werden auf der Subsumptionslogik des Falls gelöst und ich kann dann die demonstrativen, orientierenden und vergegenwärtigen Funktionen dann des Urteils auch wirklich thematisieren. Ja, soweit so gut. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.